Wenn ja, bin ich bereit, meine Klinge eurer Sammlung hinzuzufügen. Was meint ihr? Ich habe derzeit keinen Bedarf an einem weiteren Begleiter. So sei es denn. Wenn es euer Ziel ist, das Unrecht dieses verdammten Landes wieder gut zu machen, dann bin ich der Mann, mit dem ihr sprechen solltet. Ich denke, ich werde auch weiterhin hier sein und wohl nach wie vor vergebens nach einem Abenteurer suchen, der was wert ist. Oh. Ja, Anomen ist wie Talisa Kämpfer-Kleriker. Was man ihm ja auch schon ziemlich ansieht, wenn man ihn sich so ansieht mit Schild und Keule und seinem Gequatsch über das Gute. Bo sagt, mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Ja, das sagt Bo nicht. Ich habe den Text nur unterbrochen. Wenn ihr es wollt. Und da kommt schon die nächste Person auf uns zu, die wir uns anquatschen. Irgendwer. Ihr alle kennt mich. Ich habe vielen von euch geholfen. Ist das nun der Dank dafür? Ich habe vielen von euch geholfen. Ja, sie ist auch ein NPC für die Gruppe. Aber wir kennen sie halt nicht. Uns hat sie noch nicht geholfen. Ihr, seid ihr käuflich? Als Söldner meine ich, ihr seht fähig und mutig aus, als wärt ihr die passende. Als hättet ihr die passende Ausbildung. Ich könnte euch vielleicht helfen. Beruhigt euch und erzählt mir, wo das Problem liegt. Hört mit dem Geschwätz auf und sagt mir, was euer Problem ist. Ja, ich kann euch wahrscheinlich helfen, aber ich verlange eine angemessene Belohnung für meine Bemühungen. Ich könnte vielleicht helfen, allerdings muss ich eine große Menge Gold auftreiben, um eine Freundin zu retten. Daher würde ich gerne wissen, was ihr als Zahlung bietet. Ich könnte euch vielleicht helfen. Wo liegt das Problem? Ich brauche starke Hände, die mir helfen. Die Ländereien meiner Familie werden belagert. Und keiner von diesem Pöbel will mir helfen. Und das nach all dem, was ich für ihr Rat getan habe. Bitte, könnt ihr mir zur Seite stehen? Ja, dieser Pöbel ihrer Art, was meint ihr damit? Also gegen wen werden wir kämpfen und warum wird euer Land angegriffen? Nein, ich glaube nicht, dass ich euch helfen kann. Ihr werdet jemand anderen finden müssen. Ah, sucht jemand anderen, der sich für euch zum Narren macht. Ich bin nicht an euch interessiert. Ja, was meint ihr mit Pöbel? Nun, eigentlich nichts. Einige Leute entstammen einfach einem privilegierteren Stand als andere. Boah, ist die hochnäsig. Es ist nicht mein Fehler, dass ich der wohlhabenden Klasse angehöre. Und ich tue meinen Teil, um jenen zu helfen, die unter uns stehen. Da könnte man doch etwas Dankbarkeit erwarten. Das klingt so, als ob ihr glaubt, dass euch euer Wohlstand zu einem besseren Menschen macht als andere. Man sollte erwarten, dass sie aufspringen und ihren Wohltätern helfen. Doch ein Mangel an Loyalität ist ein Kennzeichen niedriger Schichten. Da klingt das heftig. Ich werde zu helfen versuchen, aber ich muss die Feinde kennen. Wie groß ist ihre Zahl und was sind ihre Stärken? Es tut mir leid, aber ich kann euch derzeit nicht helfen. Ich habe kein Interesse daran, euch oder eurer Familie zu helfen. Ja, das klingt, als ob der Wohlstand euch zu einem besseren Mensch macht. Nein, so ist das gar nicht. Ich tue einfach, was ich kann und versuche, ein guter Mensch zu sein. Diese arroganten Gecken, die sich selbst über alle anderen stellen, machen mich krank. Sie sieht halt sehr jung aus und naiv und unerfahren und hat eine komische Weltvorstellung, hä? Sie haben keinen Respekt für das harte Leben, das die Armenklassen erdulden müssen. Ich helfe, wo ich kann, aber das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenn unsere Ländereien ausgeplündert wurden. Bitte, werdet ihr mir helfen? Ja, vielleicht kann ich das, aber ich muss mehr über unsere Feinde wissen. Wir haben keine Zeit. Ich hoffe nur, dass die äußeren Wälle gehalten haben und die Angreifer nicht ins Innere vorgedrungen sind. Wenn sie es bis zum inneren Burghof geschafft haben, werden sie viel schwerer zu vertreiben sein. Ich werde euch alle mir gekannten Geheimnisse verraten. Vielleicht könnt ihr euch hineinschleichen und von einem günstigeren Punkt aus angreifen. Ich hoffe, dass es Vater gut geht. Er wollte nicht mit mir kommen. Soll ich euch begleiten? Ich habe mich einige Wochen an diesem Ort herumgedrückt und bin auch ganz gut im Knacken von seltsamen Schlössern. Ich musste allein drei davon knacken, um aus der Hauptburg zu gelangen. Tantchen sieht es nicht gerne, wenn ich nachts weggehe, aber wie sonst kann ich den Armen spenden, ohne bemerkt zu werden? Auch sie haben ihren Stolz und ich sollte wirklich nicht mit ihnen gesehen werden. Ja, die ist tatsächlich jung, wenn sie Probleme mit ihrer Tante hat. Ja.
Ihr könnt mit meiner Gruppe reisen. Ich bin sicher, dass ihr eine praktische Verstärkung sein werdet. Wunderbar. Helft ihr oft anderen Leuten? Ich wollte schon oft raus aus dieser engen Burg und weg von Tantchens Regeln. Sie versteht nicht, dass ich den Leuten einfach nur helfen will. Anna zu helfen ist gut. Was für ein nettes kleines Mädchen ihr seid. Wollt ihr meinen Bu sehen? Ich denke, er ist euch ebenfalls wohlgesonnen. Das könnte man echt falsch verstehen. Ihr sprecht so, als ob ihr keine Ahnung von dem Unterschied zwischen verschiedenen Klassen habt und dennoch verhaltet ihr euch so, als ob ihr euch dessen sehr wohl bewusst wärt. Vielleicht ein Zeichen der Unerfahrenheit. Vielleicht ist es ein Leben als Abenteuer doch nicht. Vielleicht ist ein Leben als Abenteuer doch nicht das Richtige für euch. Hier, ich werde den Standort unserer Burg auf eurer Karte markieren. Wir sollten uns sofort dorthin begeben. Allerdings müssen wir uns ruhig verhalten und nicht entdeckt zu werden. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Ja, gut, ich werde es wie besprochen machen, aber ihr solltet wissen, dass mein absolut vorrangiges Ziel ist, eine alte Freundin von mir zu retten. Eine alte Freundin? Wer ist das? Ihr Name ist Emoen und sie wurde von den verhüllten Magiern gefangen genommen. Ich werde sie nicht der Willkür dieser Zauberer überlassen. Wenn sie der Hilfe bedarf, unterstütze ich euch natürlich bei der Suche. Aber wir müssen uns zuerst um die Lage meiner Familie kümmern. Das ist alles, worum ich bitte. Wow, 45 Gold. Und ja, sie hat einen Kurzbogen wie Yoshimo. Geben wir ihr mal ein bisschen Pfeile ab. Und sowieso alles andere, was sie gerade so mit sich trägt. Ja. Wir haben hier noch die Bolzen, die unidentifiziert sind. Bolzen plus 1, ja, die könnten wir bei Gelegenheit auch mal verkaufen. Aber ja, Pfeile für sie. Weil, falls man es noch nicht merkt, ich werde Yoshimo fürs Erste dann ein bisschen entlassen. So, sie ist ein ziemlich schlechter Dieb, nur Stufe 4. Das heißt, alles, in was sie gut ist, wo ist es denn? Ist Schlösser öffnen und Fallen finden, eher mittelmäßig halt. Yoshimo ist in beiden besser, hat auch ein viel höheres Level. Aber ihre Magie ist ganz praktisch. Sie beherrscht halt kein magisches Geschoss und ich habe auch nicht vor, sie ewig in der Gruppe zu behalten. Nur halt, bis ich ihre Aufgabe gelöst habe. Deswegen kriegt sie Farbkugeln rein, weil Farbkugeln sind eigentlich auch nicht so schlecht. Machen halt ordentlich Schaden. Je nach Stufe. Sie ist Stufe 9 gerade, also machen sie... Ja, 2 bis 16 Schadenspunkte. Das Ziel wird für 2 Phasen gelähmt. Was schon ganz schön gut ist. Ziel erleidet Verbrennungen, wird für eine Phase geblendet. So, hier hätte ich gerne den Säurepfeil drin. Zweimal. Blitzschlag, weg mit dem Blitzschlag. Du nimmst eine Hast und 2 Flammenpfeile rein. Selbstverwandlung. Andere verwandeln. Naja, gut, zur Not. Und hier Todeswolke. Todeswolke muss sie übrigens auch noch lernen. Muss sie überhaupt erstmal erreichen. Stufe 9 oder 8, wann sie den Zauber für diesen Grad kriegt. Todeswolke ist nämlich einer der mächtigsten Zauber in diesem Spiel. Gut. Wir haben jetzt sie in der Gruppe. Natürlich. Für eine Weile jedenfalls. Damit haben wir jetzt mal eine 6er-Gruppe. Oh, schön. Was ist hinter der Tür? Verschwinde, ich stehe nicht hier, um mit der Kundschaft zu planen. Wer etwas wollte, dann sprecht mit Letin an.
Mhm. Ein Gast. Solange ihr keinen Steuer. Ich habe gehört, Lieutenant steht da hinten manchmal gute Kämpfer auf. Ich habe allerdings noch nie selber einen gesehen. Okay. Er veranstaltet hier also Kämpfe und schleppt Sklaven hier rein. Beziehungsweise hier werden Sklaven reingeschleppt. Ja. Die Schankmaid hat es mit dem betrunkenen Gast. Hier haben wir noch einen Fürsten, der was von uns will. Ihr da, ich möchte mit euch reden. Man nennt mich Fürst Jirdan Vierkrag und ich bitte euch einen Moment zu warten, damit ihr hören könnt, was ich anzubieten habe. Nimm erstmal den Stock aus deinem allerwertesten Vierkrag. Krag. Ich habe von euren Taten gehört. Ich betrachte euch als willensstark und fähig, mit allem fertig zu werden, was sich euch entgegenstellt. Genau die Art von Geschöpf, nach der ich suche. Ja, ist das jetzt ein Kompliment? Ihr habt gut nachgeforscht. Was wollt ihr von mir? Auf eure Schmeicheleien kann ich verzichten. Ich werde mir anhören, was ihr zu sagen habt. Ihr habt ja optet viel zu wissen, aber es ist mir egal. Teilt mir euer Angebot mit und beeilt euch. Ich werde mir anhören, was ihr zu sagen habt. Ihr seid euch bestimmt darüber im Klaren, dass wir in einer gefährlichen Zeit leben und dass oft extreme Maßnahmen erforderlich sind. Genau deshalb brauche ich euch. Ich bin der Fürst einer Gemeinde außerhalb von Adkatla und auch wenn ich so gut ich kann für meine Leute sorge, gibt es ein paar Dinge, die ich nicht tun kann. Kämpfen ist nicht meine starke Seite. Dort gibt es Räuber, schreckliche Oger und Trolle, die durch Feuer vernichtet werden müssen. Sonst regenerieren sie sich wieder. Ich brauche eine feste Hand, die sie zurücktreibt. Ich brauche euch, Talisa. Ich biete euch eine große Summe an, die einer Person eures Ranges würdig ist. Ich biete 10.000 Goldmünzen. Das ist also schon mal die Hälfte des Honorars, das ich brauche. Wenn ihr mein Land von der Geisel befreit, das ist ein Glücksfall für euch. Ihr werdet zustimmen. 10.000 Goldmünzen? Das ist eine erstaunlich hohe Summe für eine einfache Monsterjagd. Warum ich und nicht jemand anderes? Für diesen Betrag könnt ihr jeden kriegen. Abgemacht. Wo liegt euer Land und wann soll ich anfangen? Ja, das ist eine unglaublich hohe Summe. Das ist ein geringer Preis für die Sicherheit. Es ist nicht so, dass ich ohne Vermögen wäre. Ich bin mehr daran interessiert, für Qualitätsarbeit zu zahlen. In meinen Diensten werdet ihr wohlhabend, da könnt ihr sicher sein. Ihr seid die Wahl, die ich getroffen habe und das Angebot bleibt bestehen, ob ihr nun geht oder nicht. Es gibt keine Alternative, die sinnvoll wäre. Ich zweifle nicht daran, dass euer Dienst exemplarisch sein wird. Wenn alles gut geht, werden wir alle das erhalten, was wir verdienen. Meine Ländereien findet ihr auf eurer Karte. Die Windspeerhügel warten auf euch. Oh, schwer dagegen bösartige Monster zu erheben. Ich fühle schon, wie Bu vor Aufregung und Vorfreude zappelt. Seid ihr sicher, dass ihr über euren Naga dort sprecht, Minsk? Kein Herzanfall. Ich sehe, dass ihr euch ziemlich aufgeregt habt nach allem. Natürlich ist das Bu. Bu freut sich immer, wenn sich die Gelegenheit für Heldentaten ergeben. Wir werden diese Oger zerschmettern und Waldläufer und Hamster überall sollen sich freuen. Nun, ich habe von diesem Fürst Jeridan gehört, Talisa. Wenn das eine Hilfe sein sollte. Er hat das nötige Kleingeld für sein Angebot. Er steht nicht in dem Ruf, der netteste Adlige im Amt zu sein, aber wer ist das schon? Ich denke, dass es eine ausgezeichnete Idee wäre, die Stadt zu verlassen und diesem bösartigen Wesen Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Der Tyrannei kann man nur mit Gewalt gegenübertreten. Ich weiß nicht, Yahira. Ich habe von diesem Fürst Sheridan gehört. Er ist brutal. Es sieht ihm nicht ähnlich, sein Volk so zu schützen. Mir gefällt die Sache nicht. Gut. Ja, betrunkener Gast. Entschuldigt mal, Freundchen, ich kann kaum eine Hand vor Augen sehen. Wenn ihr nicht meine Alte seid, die mich holen will, sehe ich keinen Grund, mit euch zu sprechen. Was ist mit dir? Brauche ich mehr Bier. Hey, ups. Singen vom Morgen für Schuljung, ich kenne euch nicht. Ich heiße Talisa und wer seid ihr? Das liegt daran, dass ich schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Kupferkrone war. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir keine Freunde sein können, oder? Und ich erkenne euch nicht. Und ich werde mich auch nicht mit jemandem, der so stinkt, als wäre er Ihnen den Schnapslast gefallen, bekannt machen. Entschuldigt mich. Ich heiße Talisa.
Ja, ich bin Gaul, danke. Ups, was war denn das? Jetzt, wo wir richtige Freunde zu sind, wie wär's? Kaufst du gar was zu trinken? Was für ein Säufer. Nun, ich kaufe euch ein Bier. Besser euch betrunken bei Laune zu halten, als nüchtern und schlecht gelaunt. Hier sind 5 Goldmünzen, Garol. Ich würde gerne erfahren, was hier dagegen so los ist, wenn ihr etwas darüber wisst. Tut mir leid, ich kann es mir nicht leisten. Ich werde eure Trunkenheit sicher nicht noch weiter fördern. Ja, geben wir mal 5 Goldmünzen und fragen ihm, was er weiß. Was ist los? Oh, weiß ich gut. Mit einem Gator wollt ihr wohl auf die latinalische Unheldung los, was? Unheldung los, ach so. Unterhaltung? Von was für unserer Unterhaltung sprecht ihr, Garol?